All right, Sean, keep it clean. The dreaded tower. Hey, Bridget. Say hello. Michael, der Slalomläufer. Danke, Michael.
Porsche kommt aus Montreal und zeigt euch die kleinsten Master-Ski der Welt. Mini, mini Waterschuh-Skis. Here we go. Jacques Marchand aus Montreal. Es ist sehr schwierig, mit diesen Wasserschuhen zu laufen, zu springen oder Wendungen auszuführen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Bravo, Jack. Merci. Formidable. Wir gehen jetzt rückwärts. We're going backwards now. This one mini one is 15. Jack Marchand. Und jetzt ein Sprung über die vordere Piste. Achtung! Volle Chance, mon ami! Ein! Wow! Mastercraft kennen Sie ihn schon, unseren Jim Johnson. Jim startet auf der linken Seite am Dock und zeigt euch eine besonders harte und gefährliche Disziplin. Die herrlich gewordene Wassersport ist das Barfußlaufen. Bei der Spitzengeschwindigkeit des Rennbootes ist für den nachfolgenden Wassersportler die Wasserfläche hart wie eine Betonkiste. One of the hardest acts in water skiing is barefooting. We're ready for takeoff now. Left side, left. Achtung! Mastercraft, Tempo, weg damit, riesig! Unglaublich toll ist der Jim Jones, der aus Fort Lauderdale. Rechten Seite, to your right. Wir haben einmal die Sue und einmal die Bridget. Die beiden Mädchen steigen auf die Schultern ihrer Sportkameraden und wir nehmen Wasserakrobatik zu viert. Gary Johnson auf seinen Schultern seine 14-jährige Tochter Ginger.
Ginger and Gary Dawson. Fußgängerweg in Haslo. Gehst du rein?
Das ist nicht so. Du gehst rein da. Ach Gott. Hör doch auf. Hey. Absolute Klasse. Crazy Heart. Leine verloren, Wasserski verloren, Nerven verloren. Der kann nicht schwimmen, habt ihr das gehört? Oh. Ich kann schwimmen, I can swim. Nein, komm, das war viel zu kalt. 10 Grad Wassertemperatur, da hört die Freundschaft bei mir aber echt auf. There is no way in. Nein. Hier, ask him, ask Bert. Bert, nein. Du doch. Was sollen denn die Kinder von dir denken, so ein großer Junge da drüben? Hey. Er hat eine Idee, wenn sie denn. Er hat ein kleines Zauberboot, he has a little magic boat. How do we call it? Oh, das kommt mir aber echt japanisch vor. Little Chamara, wo ist das magic boat? Wo ist das magic boat? Oh, das ist ja super. Dumbo. Wow, the magic boat. Alles schenke schön ein. So, das war wunderbar. Dankeschön, mein Freund. So, jetzt schicke ich mal das Boot nach Hause. Das geht bei mir ganz schnell. Damit mach das Boot weg. Ein Zauberboot, okay. Jetzt, hallo? Auf Wiedersehen, Dankeschön. Der Crazy Hans. Langstreckenspringer sind am Start auf der linken Seite. Longdistanzspringer mit dabei sind Thomas und John. Riesige Weitsprünge über die vordere Piste hinweg. Erster Sprung jetzt. Sehr schön, gut gemacht. Gut gemacht, wir sprechen 39 Meter. 39. Der nächste Partner jetzt. Achtung. Volles Tempo, das ist Thomas. Thomas, sehr schön, etwas weiter. Thomas war genau mit 40 Meter, 40 Meter. 40 Meter. Thomas, das war 40 Meter, okay. Thomas springt für euch einen Salto Mortale, und zwar einen Vorwärts-Salto. Während des Saltos löst der Artist eine Hand von der Zugleine. Also nicht zwei, dann legt er im Wasser. Ja. Yes. Ja. Sehr schön, sehr schön. Thank you.
Straßen der Welt. Die Städte der großen Revue-Theater, der Musicals und der Top-Entertainment. Das Wasserballett in einer neuen Präsentation. Memories of the Broadway. Here we go. Das Wasserballett. Okay, mach nichts, aber bei mir aus auch. Gleich, Alter. Pass mal auf, mal die Kinder.
Vorsichtig, vorsichtig. Du bist der Erste, der noch so stehen kann. Ich schaue rein. Na sag mal, wollen Sie nicht mal nach Hause gehen? Ihr seid ja mit dem Jungen meines ganzen Abends und heute Morgen. Okay, tschüss. Sage mal, gibt's da auch hübsche Mädchen? Oh ja, yeah, Bruder. Wo sind die hübschen Mädchen im Hochfeuer aus? Oh! Das war doch ein Kuhstall. Was machst du jetzt? Der fliegt nach außen nach Amerika für 5 Mark. Kannst du mir mal die Luftlinie nennen? Wassercraft Airline. Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Wassercraft. Zeigt euch noch eine artistische Glanzleistung. Achtung. Jetzt für die Waffenkiste. Übung in unserer Show, die lebende Pyramide. Sind der Sohlen oder geschüttert die kleine Tischen. Die Mittel steigen auf die Schultern ihrer Sportgemahle. Deine Etage höher. Crowd. Okay, this is Keith's fourth attempt. But soon, will you, Doc? What do you think, Jacques? You want to bet a beer? Think he makes it? Are you backing it up every time?
No. Are we doing it? No. Nope. I bet you the beer you told me. This is on tape? Okay. Let's do it for me. And he's looking good. Oh, you almost had it. Make it or no? We're at Holiday Park in Haslach, Germany. Fine place to visit, but we don't like living here. That is a statement that is an understatement. Tells the whole truth, another mother trip. Ta-da. A famous new saying. Well, this is it. You can quit. As we walk through Holiday Park, just a little bit of a scene over here. Yeah, I told you there wasn't any good looking women. And that's a fact. They're all cows. They have a dolphin area here where they put on dolphin shows. A little more scenery of the park here. No big deal, really. Little ice cream stand. This is what they call the Donner Flutes. It's a water ride. It's fun. Other restaurants. More scenery. As we continue through the park. Big wine barrel and this old merry-go-round. Have more restaurants in this park than anything else. Ice cream stand. All the skiers grab an ice cream on the way out every night. You guys kidding when I told you Punk was in? Look at them striped pants. Finally found a good looking woman. Too bad she's an American. Too bad she's with somebody. Yeah, but she's not a German. We do have some attractions here. Not a whole lot. The main thing they got going for this park is the ski show and the Donner Show. Ready show here with midgets, magic, and ventriloquists. This is our walk back to the stadium. Believe me, it's a long walk. It takes 10 minutes to get to the end of the park. Again, on our way to the stadium. Roller coaster ride. The next best thing they have going for them here. There we go. This sound is like every 5 minutes. Oh, lost them. Trees look nice back here. Nice and green, quiet, usually in the morning. Here we go. Around and around the corkscrew. Germans love this ride. Souvenir shack. And our new famous poster. What's that? Snack bar. On our way into the stadium. Home sweet home. Little Holiday Park. As you can see, there's not much. Locked in to your locker room. Somebody's working on something there. Our locker room. What a mess, I'm telling you. These guys are slobs. Look at this. Disastrous. They'd never make it in my house. Never. Oh, hello. It's your job to clean it up. Oh, Barney.
My job to clean it up. Mercury power for men, huh? We use Yamahas. I wish we did use Mercury's. Look at this. Out, Spire is where we lived. This is the corner just where we turned it. This is what it's like driving through a little town. This is on the way to Spire. That's how far it is. Once again, that's how far it is to Berlin. This is the center of Spire. Just a little bit of downtown Spire. Fountains and statues everywhere. New McDonald's just opened the door. We're approaching the Rhine River, the famous. This is just about 5 minutes away from the house where we live. As you can see, there goes one of the barges that go up and down the river. You take boat rides. It's a long river. Today's kind of cloudy, it was raining. Get big boats of dock here all the time. Little highway that runs into our town. Barge moving in. The restaurant we occasionally eat at along the Rhine. Let's give you an idea. Gas isn't cheap here. It averages out to about a little over $2 a gallon. Well, this is the name of the street that we live on, called Melton Weg in Spire. And this is the house that we live in, on the third. This is our kitchen. A mess, as the rest of the house. This is where we live. Our living room. Famous posters. Just give you an idea of what kind of living arrangements. This is Sean's room with Jeff. Walk down the hallway into my room. Of course, my bed. No big deal. It's a pretty nice place. Just a view from the window in our hallway. All the houses look pretty much the same down this street. They're all duplexes, or triplexes, whatever you want to call them. More than one family live in them. Das Spiel beginnt und hier kommt mein letzter Gast. Halli, hallo, der sieht ja super toll aus. Eine Beifall mal für ihn. Guck dir das an. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Prima geht's mir. Sag mal, wer bist du denn? Ich bin's, Franz aus Amerika. Ich werd verrückt, ein Ami, der Deutsch spricht. Der ist Hans aus Amerika. Und er hat schon den richtigen deutschen Bierbau, so wie ich ihn auch habe, ne? Wie teuer kommt denn ein deutscher Bierbau? 1000 Mark. 1000 Mark im Monat, das ist nichts teuer, ne? Und du bist gerne in Deutschland. Oh ja, deutsches Bier ist prima.
Heute ist prima. Ein Applaus für den Massaker, der kommt wieder mal wieder. Wir starten an und gehen in James Bond-Style. Über die Sonderfische. Here we go. There. Das ist der Stuntman Jim Sayers. Und der Massaker begrüßt mir Dave Federline aus Florida. Dave Federline. Super Spaß aus Amerika. To your left, the crazy Hans, der verrückte Hans mit seiner Badewanne. Hey, hoppla, hoppla. Na, 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 wow. You are sinking. Der ist ganz schön angeschossen. Der hat heute Morgen einen Frühschoppen getan mit deutschen Bier. He is really tipsy full house now. Don't drink and drive. Niemals Alkohol am Steuer, der Crazy Hans. Das sind die Holiday Park Water Queens, die schöne Mädchen auf dem Holiday Park See. The Water Queens, here we are. Yeah.
Sie der Stadtleute. Dankeschön, Sie. Vielen Dank. Thank you. Und hier begrüßen wir Michael Scholz, weil er aus Wisconsin kommt. Hallo, guten Morgen, Michael. Oh, du hast die Mini-Wanderschuh-Skis. Das sind die kleinsten Wasserski der Welt. Und es ist sehr schwierig, darauf zu laufen, Wendungen auszuführen oder sogar zu springen. Michael Scholzmann versteckt genau. The Mini-Wanderschuh-Skis. So, da bin ich aber ganz gespannt, Michael. Das sieht toll aus. Michael gilt bei uns als Number One. Die Nummer 1 ist Michael in unserem Team. Er ist ein absoluter Spitzensportler. So, he is great. Okay, Michael. Ja. Es folgt jetzt Wendungen um 360 Grad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thanks, Michael. 6 Wendungen, 360 degrees during. Sie geht jetzt rückwärts. We're going backwards now. There's no many water to speed. Michael Kurtzmann. Okay. Go. Und ein Sprung über die vordere Piste. Besonders schwierig ist das Aufsetzen mit den Wasserschuhen auf der Wasseroberfläche. Viel Glück, Michael. Guten Tag, Michael. Ja, ist wie Spall, ist der Michael Kurtzmann. Das war Michael Kurtzmann mit dem kleinsten Wasserski der Welt. Thank you, Michael. Linken Seite am Start, unser Keys Bob Jens. Er kommt aus der größten Automobilstadt der Welt, aus Motor City, Detroit. Das ist Keys Bob Jens. Hallo Keys. Keys zeigt euch die härteste Form im Wassersport, das Barfußlaufen, barefooting forward snap. Bei der Spitzengeschwindigkeit des Rennbootes ist für den darauffolgenden Wassersportler die Wasserfläche hart wie eine Betonpiste. Sie hat wieder mal auf den Absprung von den Wasserschienen. Jetzt. We are going now, barefooting forward. Racing ball. Das ist die sehr charmante Brigitte und die Dawn. Beide steigen auf die Schultern ihrer Sportkameraden und wir lieben Wasserakrobatik zu viel. Sehr schön. Thank you.
Hey! Oh, no.
den nochmal auslassen, ja oder nein? Ja, okay. Okay. Na, dann mal los. Mit einem Ski, vorsichtig, dann mal los. Gehst du da rein? Das ist nicht zu hoch, it's not too high. Hey, Boat Driver, hey, was soll denn das? Der Chrissy Hans, der Wasserclown. Und jetzt? Nein! Nein! Oh! Wasserski verloren! Leine verloren! Und jetzt? Ja? Ich kann schwimmen! Der kann nicht schwimmen, he cannot swim. Aha. Hey! Ja? Ich kann schwimmen, I can swim. Ja, komm mal her, get me. Das sehen wir noch, bei dem Wetter da reinzuspringen. Nein, there is no way in. Nein, guck mal her, hier, hallo. Der Stuntman, can you pick up him? Nein. Aha, auch schön. Only the water skis. Nein. Guckt euch das mal an, die Kinder vor allem. Schaut mal, wie der große Junge heulen da. Hör auf mit dem Quatsch. Siehst du, der Stuntman sagt auf Wiedersehen. Und jetzt? Er hat eine Idee. Welche denn? Er hat ein kleines Zauberboot. He has a little magic boat. How do you call it? Yamaha, das kommt ja echt japanisch vor. Na, wo ist das Zauberboot? Oh, das war gerade gern. Hallihallo. Ja, I see it. Behind you. Nein, andere Seite. To your left. So, nun steig mal. Ein Beifall für den Wasserclown und das Magic Boot. Prima, danke schön. Gell? So, da haben wir das direkt. Hey! Don't wreck me! Hey! Be careful with my Fallout Blue. Hey! This is my Zauberboot! Das ist dein Zauberboot! Yeah. Can you send it home? Yeah. Auf Wiedersehen, danke schön. Auf Wiedersehen, danke schön. Der Crazy Hans, der Wasserclown. Auf der linken Seite am Start, die Long Distance Springers. Mit dabei sind unser Jeff Sears und Michael. Riesige Sprünge über die Piste. Nur der erste, mein Show. Achtung! Sehr schön! Super gut, super gut! 41 Meter, 43. Oben ist die Tafel dran, meine Tonkabine. 43. Sounds great, 43 majors, 43. Du bist jetzt nicht welche Entfernung der andere Partner springen wird. 43 Meter ist ein sehr beachtliches Ziel. Good luck, viel Glück.
Vietnam. Vietnam Sink Maker 44, 1 meter more. 44. Yeah, und jetzt wird auch der 9. Vorwärts, Salto über die Piste. You see now, flip forwards. Ich glaube keine Verletzungen, wir ziehen wieder raus und wir springen noch einmal. Ja, das war auch schon eine Beifall wert. So, meine Damen und Herren, das war die Anstrengungsspringer Michael und Jeff Sears. Vielen Dank. Und Dankeschön. Der Broadway ist immer noch eine der faszinierendsten Straßen der Welt. Die Stelle der großen Musicals und der Top-Entertainer. Das Walzerballett in einer neuen Choreografie. Memories of the Broadway. Here we go, girls. Unser Walzerballett, Le Palais Nautique. Das war Johanna, die Solistin.
die Wasserprinzessin. Dankeschön. Auf der Bühne wird es sehr laut und sehr gefährlich. Oh, ein Gefängnis. Chris, lass sie dahin. Oh, na. Sehr gefährlich, sagt der Polizist. Wow, das ist ein süßer Franz, hein? Das ist das richtige Lunchpaket für dich. Wir haben 12 Uhr. Oh, no. Hey, Officer, remember Shakespeare? You, to be or not to be, that's the question. Not to be. Not to be, that's right. Here, yeah, to be, okay. Halt zum Ziehen, halt zum Ziehen. Oben angekommen, ergreift Sinsaschen in zu kleine
und verkehren den Todesstrom aus dieser Höhe. So see, Mr. Paddock, you are ready now. Alles klar. Okay. Richtig. Holiday Park in Moscow.
give us what color are they showing? Ist das. Hoppla,
Thanks for seeing, you know. That is my fun girl. Good to talk, girl. Good talk. Beginning is here. Okay, der Führer hat die kleinste Wasserski der Welt. Das sind die Mini-Waterfuß-Skis. Es ist verdammt schwierig, darauf zu laufen, zu springen und eine Wendung auszuführen. Führer zeigt euch das jetzt, ja? Okay, ab geht die Post. Führer, schön aufpassen. Okay. Alle meine Jungs und Mädchen sprechen Deutsch. Die haben das also bei mir gelernt im Stellplatz und die sind dann immer etwas verlegen, wenn sie das Mikrofon, das Publikum begrüßen sollen. Aber die verstehen jedes Wort, was wir hier reden, am Mikrofon. Du, pass auf, Bill. Eins. Zwei. Mein Bill, drei. Du bist Spitze, Bill. Vier. Vierzige, Bill. Enttäusch mich nicht. Das war gut, Bill. Gut gerettet. Mensch, wenn du jetzt ins Wasser gefahren wärst, nach dem Sieg noch. Wir gehen mal rückwärts mit einem Mini-Waterfuski. Backwards now. Oh, toll, dieser Bill. Ist doch klasse. Der springt jetzt mit diesen Wasserschuhen über die vordere Piste. Ich drücke dir beide Daumen, mein Freund. Hör, du bist unschlagbar. So, das ist also der Hör. Komm mal zurück, du kriegst einen vollen Applaus. Pass auf. Dankeschön, dass ich uns höre. Vielen Dank. Hey, Applaus. Der nächste nette Kerl drüben auf der linken Seite, das ist der Thomas. Hallo Thomas. Alles klar bei dir? Alles klar. Denk mal ran, mich um. Das ist der Thomas. Der Thomas gehört in Amerika mit zu den besten Barfußläufern. Und das zeigt er euch jetzt. Bei einer Spitzengeschwindigkeit des Rennbootes ist für den Barfußläufer die Wasserfläche hart wie eine Betonpiste. Schwierig ist der Absprung von dem Wasserski. Das geschieht jetzt auf der linken Seite. Pass auf. Mensch, Thomas, du bist die Nummer 1, Thomas. Schöne Mädchen, die kleine Schindchen und die hübsche Donna. Das ist doch die Donna mit dem Doppelköpfchen, ja. So. Die vier Wasserakrobaten. Die Show geht im Timing so schnell, meine Damen und Herren, dass man hier gar nicht weiß, wo man zuerst als Zuschauer hinschauen soll. Nach links oder nach rechts. Also die Donna, die kleine Ginger, 14 Jahre alt. Die Namen der Jungs sage ich euch auch. Links ist der Jay, rechts ist der Kanadier, Jack von Schaub. Hallo Jack! Hallo Jay! Thank you.
Links am Start der Chef als Untermann. Auf seinen Schultern unsere kleine, zierliche Brigitte. Brigitte ist Kanadierin, kommt aus Quebec. Brigitte und Gary Thompson. Sie gehört in den Wintermonaten zu einem Team der amerikanischen Eisrevue Holiday on Ice. Brigitte und Gary Thompson. Soll ich mal rauslassen, ja oder nein? Okay, alright, here we go. Dankeschön.
bist du ein... Hey, Bulldriver, was soll der Zirkus-Salut? Du? Absolute Klasse, der Crazy Hans, der Wasserblaue. Da freut sich sogar der verloren. Der kann nicht schwimmen. Boah, oh, oh, oh. Aha, hallo. Jim, guten Tag. Jim, der kann nicht schwimmen. Hol ihn nochmal ab. Nein. Nein. Ich kann schwimmen. Möchtet ihr gerne sehen, was? Wenn ich da reinspringe und den hole. Ich meine, ich mache es, aber nicht heute. Ich mache es doch mal so super. Heute nicht. Nein, nein, nein. Ein Moment. Der große Denker. Na welche? Spuck's aus. Er hat ein kleines Zauberboot. He has a little magic boat. How do you call it? Little Yamaha. Das kommt ja aber echt japanisch vor euch auch. Wow! Wow! Der ist gar kein Kapitän an Bord, der hat es noch gar nicht gesehen. Du Hansi, hallo Hansi, hallihallo, da drüben. Prima. Na, du steig mal schön ein. Komm mal schön hierher zum Papa, komm, ich muss dir mal was erzählen. Komm mal hierher mit dem Boot. Das ist ein Boot, was? Wenn ich bloß wüsste, wie das geht. Da du rein. Guck mal, guck mal. Guck, das mal. Sehr schön. So. Du rein. Rein mit dir, wenn du kommst hier hin. Oh, Bolshoi-Ballett, der sterbende Schwan. Auch gut. Ja. Sehr schön. Der Crazy Hans. Du bist prima, mein Junge. Dankeschön. So, ich gehe über das Zauberboot nach Hause. Danke sehr. So, tschüss. Ciao. Ah, geh dir was. Mach mal das Günner. Wenn du da klappt, was nicht, komm mal hier hin. Das ist mein Zauberboot. Dein Zauberboot nimmt dir niemand weg, aber schick's mal in den Hafen nach Hause. Jetzt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Back. Crazy Hans. Here we go. Auf der linken Seite am Start berühmte Langstreckenspringer. Dabei Bird und Thomas, Bird und Thomas. Es gibt jetzt riesige Weitsprünge über die vordere Piste. Achtung! Zuerst mein Freund Bird. Komm Bird, schwenk dich an. Vor und aus, geh die Halle. Richtig, Bird. Bird, du bist spitze. Gib mir kurz an. That's great. That's fair. 42. Warte mal, ich sag's dir mal. Du, Bird. Bird, das war super gut. Das waren 42 Meter. 42. Pass auf, Bird, an die Piste. Vorsichtig, Junge. 42 Meter. Komm hoch. Jetzt kommt der Thomas an die Reihe. 42 Meter ist ein riesiges Sprungziel. Bitte, Thomas. Auch sehr sauber. Aber nicht ganz so weit. Spiel aber gar keine Rolle. 41. Auf einen Meter kommst du nicht mal weit. 41. Thomas, 41 Meter. 41. Guckt euch mal die Weiden an. Schau dir das mal an. Ne? Ist das der Freundschaft? Ich sagte schon vorhin, kein Leid, keine Missgunst unter den Jungs und Mädchen. Thomas spricht für euch jetzt einen Salto Mortale. Während des Saltos löst Thomas eine Hand von der Zugleine. Nicht zwei, wenn ich euch am Wasser. Viel Glück, guten Tag. Gut. Oh, Thomas, du bist ein Mann.
Norwegen ist immer noch eine der faszinierendsten Straßen der Welt. Hier ist die Stätte der großen Musicals, der Top-Entertainer und der Revue-Theater. Das Wasserballett in einer neuen Choreografie, Memories of the Broadway. Here we go, girls. Das Wasserballett. Oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Gott sei Dank, ist euch nichts passiert. Schlaft überhaupt nichts. Da liegt was wohl an. Da liegt was an der Zugleine, meine Rolle. Das war eine technische Panne. Die Leinen konnte nicht eingezogen werden. Und da hat das feine Mädchen sich auch noch verdrissen, verfangen. So, wir lassen mal die kleine Solistin jetzt auslaufen. Solche Pannen sind bei uns ganz selten. Die kommen vielleicht im Monat einmal vor. Und tut mir leid, dass das vorkommt. Ist ja kein Problem. Solange nicht der Notarzt mit dem Hubschrauber von Ludwigshafen kommt und ist bedauerlicherweise jetzt ein paar Mal war, ist das eine Bagatelle. Das ist die Donna Wilson, unsere Kanadierin. Die Solistin auf dem Holiday Park See heißt Conny und Conny zeigt uns jetzt tänzerische und akrobatische Evolutionen in ihrem Solo-Auftritt. Wir begrüßen Conny Kelly. Das ist Conny. Ist gleichzeitig die Choreografin und auch die Betreuerin der weiblichen Sportler. Sie gilt in Amerika als eine der bekanntesten und profitiertesten Wassersportlerinnen. Conny Kelly, Florida. Jetzt, Achtung, eine Wendung 360 Grad, es folgt noch eine. Jetzt. Dankeschön, zwei schwierige Passagen war das. Das ist die Solistin. Das war die Solistin Conny Kelly. Thank you, madam. Schön. Auf der Wasserbühne, wenn es hier laut, ein amerikanischer Krimi, würde ich sagen. Oh, ein Gefängnis in Bristol, das Citadel. Ich muss kommen. Was hier? Sehr gefährlich, dann verschwind ich lieber. Oh, sehr gefährlich, sagt der Polizist. Oh. Ich komme direkt aus dem Meer aus, schau mal, wie sieht der Fall aus. Halt, so clean, halt, sagt er hin. Hey, Officer, remember to Shakespeare. To be or not to be. That's the question. To be or not to be. To be, würde ich auch sagen. Okay, das hätte ich nicht getan. Jetzt kommt die große Überraschung im Gefängnis hier. Thank you.
So, wir müssen mal das Wasser etwas wieder beruhigen, den Wellengang. Drüben haben wir wieder unseren sympathischen Bird am Dock stehen. Der Bird ist noch nett, der kommt aus Arkansas und er zeigt euch jetzt mal das Barfußlaufen rückwärts. Er steigt jetzt in den Wasserski ein, aber die Spitze des Wasserskis zeigt nach hinten, also umgekehrt. So, da wird die Leine ausgeräumt. Ich frage mal den Co-Driver, du Dave, ist da alles in Ordnung? Na, danke, ich habe beruhigt. So, Bert. Ja? Er steht schon mit dem Rücken zum Boot. Passen Sie auf, was jetzt kommt, es geht ganz schnell. Der Bulldriver gibt tolle Kraft voraus. Bird stößt den Wasserski mit einem Schub ab. Jetzt! Wahnsinn! Da steht wieder unser junger Sinn, der vorhin das Pech hatte, zweimal zu stürzen. Ich weiß, er will das jetzt wieder gut machen. Er steigt auf den Turm hinauf. Die Höhe des Sprungturms beträgt 5 Meter und 10 Zentimeter. American size of the tower is 17 feet high. Oben angekommen, greift der Sinn die Zugleine und springt mit nackten Füßen auf die Wasseroberfläche. Also mein Junge, also mein Bo, na dann zeig uns mal einmal, wie gut du bist. Was ist das? Vielleicht wird eingerollt, die Wasserkraft nimmt die Startposition. Pass auf jetzt. Oh, schwerer Aufprall. Schneller Start. Übers Wasser geschleudert. Der 18 Jahre alte Junge steht wie ein Zinssoldat. Bye bye for the co-driver.
Danke schön. Da können wir ausgehen, dass Sie, Junge, kommen, stell dich mal vor, ich will dich kommen. Die Menschen wollen dich mal sehen. Komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus. So, da ist er, du bleibst mal hier stehen. Na, du zeig dich doch mal dem Publikum, ja? Ja, du machst das. Zeig mir deine Füße. Extra. Aber du viel auf der Barefooting. Sehr nass. Sehr nass fühlt er sich nach dem Barfußlaufen. Das glaube ich gerne. Birdie Man. Na, Boot-Driver, how do you feel now? Oh, der Boot-Driver fühlt sich durstig. Ich auch. Aber ein Pilz? Okay. Zwei Pilz. Ich habe einen Hofbräuhaus. Da hole ich mir mal eine halbe Liter raus. Nee, ach nee. Das will ich mir doch denken, dass ihr da drin ist. Das sage mal. Sage mal, du und alle deine deutschen Freunde im Hofbräuhaus. Ah ja, haben wir deutsche Freunde. Wo sind die deutschen Freunde von Ihnen? Na? Ach du lieber Gott, ihr seid so stark. Aus meinem Maßkrug. Wieso deinen? Da steht mein Name drauf. Peter Weiganda Holiday Park. Ich kann nicht lesen. Du kannst nicht lesen. Kannst du schwimmen, mein Kleiner? Dann geh mal da rein, ja? So, na, Prost, Freunde. So, dann nimm mal eine kalte Dusche. Ach, tu das gut, ein Bier. Ja, ja, ja. Was ist denn? Was ist denn? Hey! Das ist ja... Komm mal her. Das ist der Karatspezialist. Was willst du denn? Was willst du denn? Ich bin freiwillig. Ich bin freiwillig. Der Beifall geht an meinen kleinen Komiker, an Herrn Ohrmann aus der Elbe-Vorstadt. Alles Herr Ohrmann. Hey, Mohammed. Hey, schöne Mädchen. Schöne Mädchen. Komm her. Das war ein Kuhstall in Hasloch. Ehrlich, ja? Was machst du jetzt? Ich fliege nach Amerika für 5 Mark. Der fliegt nach Amerika für 5 Mark.